Vorstandsneurotiker. Aufnahme läuft, ich mache eine kurze Begrüßung und dann starten wir durch. Magst du dich noch ein kleines bisschen weiter nach rechts setzen? So? Das ist zu viel. Noch ein bisschen. Perfekt. So sitzt du super. Wunderbar. Okay. So sitzt du mittig. Okay. So, Aufnahme läuft und ich mache Begrüßung und dann beginnen wir. Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und ich habe heute einen Gast, nicht zum ersten Mal, aber ich freue mich heute ganz besonders, ihn mal wieder da zu haben. Den Autor, den Journalisten, den Aktivisten, den wundervollen Mensch, Dirk C. Fleck. Hallo Dirk, grüße dich. Hallo Tom, du wundervoller Moderator. Das Schmeichler. Dankeschön. Ja, Dirk, wir treffen uns heute eigentlich aus einem relativ traurigen, aber irgendwie auch aus einem guten Anlass. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich das einordnen soll, das Ganze. Über den traurigen Anlass sprechen wir im Anschluss, beziehungsweise es ist ja nicht nur einer, es sind diverse Anlässe, über die wir sprechen werden. Aber es gibt auch einen guten Anlass und das ist ein Buch, das du rausgebracht hast, namens Heroes, also Helden. Und bevor wir gleich über den allgemeinen Wahnsinn sprechen, würde ich ganz gerne tatsächlich von dir ein bisschen etwas zu diesem Buch erfahren. Warum hast du das Buch geschrieben? Wie ist die Idee entstanden? Wer kommt darin vor? Und wie kommt wer darin vor? Du musst jetzt nicht alle Helden aufzählen. Ich glaube, das sind nämlich eine ganze Menge, die du rausgeschrieben hast und beschrieben hast. Aber vielleicht einfach mal, um das einzuordnen, ist es auf jeden Fall ein zutiefst empfehlenswertes Buch. Ich möchte also jedem hiermit den Befehl erteilen, sich das zu kaufen, zu bestellen, wie auch immer. Erzähl doch mal ein bisschen was, Dirk. Die Idee zu diesem Buch ist schon ein paar Jahre alt, weil ich damals unbedingt einigen Menschen, die mir begegnet sind, nicht persönlich, aber aus der Geschichte begegnet sind, ein Andenken setzen wollte, weil ich sehr beeindruckt war von ihrer Gradlinigkeit, von ihrem Mut, von ihrer Risikobereitschaft. Und so habe ich einen Ordner angelegt, in dem ich die Namen derjenigen abgelegt habe, die in Frage kommen für so ein Buch. Und habe in meinem jugendlichen Leichtsinn im Internet auch überall verkündet, dass ich jetzt an einem Buch namens Heroes schreibe. Nun ist mir eine Menge dazwischen gekommen, unter anderem der Versuch, einen Roman zu schreiben, der aber auf halber Strecke liegen geblieben ist. Das überrascht dann, offen gestanden bei dir. Romane schreiben, das machst du doch normalerweise aus dem Handgelenk, oder nicht? Warum ist der liegen geblieben? Ja, also es ist lieb von dir, mir zu unterstellen, dass mir Romane keine Mühe bereiten, dem ist aber nicht so. Und in diesem Fall war es in der Tat so, dass ich nach 100 angefangenen Seiten nicht mehr wusste, wohin der laufen soll. Okay. Der Roman. Okay. Ich hatte ganz am Anfang eine fantastische Idee, die sich aber dann irgendwie in nichts auflöste. Und diese Stockung hat mich irritiert, aber da ich schon im Schreibfluss war, erinnerte mich an die Heroes, die erliegen waren und die von meiner Facebook-Gemeinde immer wieder angemahnt wurden. Und da habe ich gedacht, nimm doch einfach diese Energie, mit der du das den Roman angefangen hast und schreib jetzt die Heroes. Und dann ist etwas passiert. Ich hatte inzwischen 25 und dann 50 Menschen in dem Ordner versammelt. Und dabei wollte ich es auch belassen, weil das wäre einfach zu unübersichtlich geworden. Dann habe ich aber angefangen, diese Porträts zu schreiben über die 50 Leute. Was soll ich da sagen? Ich habe, und das ist meiner Zeitungsvergangenheit geschuldet, die 50 Porträts in 6 Wochen geschrieben. Das ist eine unglaublich
Ja, eine unglaubliche Leistung. Es hat aber keinen Qualitätsabfall mit sich gebracht, Gott sei Dank. Und das Erstaunliche ist, dass die Menschen draußen, die von diesem Buch erfahren haben, und auch jetzt auf meiner Lesetournee, erstaunlich positiv reagieren auf das Unterfangen, das ich da gestartet habe, weil sie begreifen, dass diese Menschen ans Licht müssen, gerade heute in dieser heutigen Zeit, wo so viel daneben läuft oder in die falsche Richtung, begreifen die Menschen plötzlich, dass diese Heroes zu ihrer Zeit etwas dargestellt haben in diesem faschistischen Karneval, ja, den wir gerade erleben, in diesem Faschismus im rosa Kleidchen, nenne ich das immer, ja. Und deshalb kommen diese Lesungen unwahrscheinlich gut an. Die beeindruckendste Szene habe ich jetzt in der Schweiz erlebt, wo ich gelesen habe. Da kam ein Schreiner hinterher auf mich zu. Er wohnte auf der Endmoräne eines Berges und hatte einen Händedruck, dass ich geglaubt habe, ich würde gleich im Boden versinken. Ja, Schreiner eben. Und der meinte zu mir, nachdem ich alle meine Bücher dort verkauft hatte, warum er nicht Schlange gestanden hätte, um sich das Buch zu kaufen und warum er es auch nicht kaufen wird. Und da habe ich gesagt, ja, und warum? Und da sagte er etwas, boah, was mich tief berührt hat, weil ich das Leid dieser Menschen nicht aushalte. Ich könnte es nicht 50-fach ertragen und den Finger an zu weinen. Und wir lagen uns in den Armen. Ja, ich wollte dir damit nur sagen, anhand dieses Schreinerbeispiels, auf welche offenen Herzen dieses Buch stößt, wie sehr offensichtlich die Menschen solche Beispiele zurzeit brauchen, um sich orientieren zu können. Die sind ja, die 50 Jahre sind aus den letzten 150 Jahren. Das sind keine Leute, also nur wenige von denen leben noch. Aber sie haben zu ihrer Zeit unter schrecklicheren Bedingungen als heute, muss man sagen, hat ihren Mann oder ihre Frau gestanden. Und das rührt die Menschen über alle Maßen. Und das macht diese Faszination des Buches aus. Ich halte es jetzt mal hier Unbedingt, in die. ja. Sehr Ja. schönes Cover. Ja. Und Das verlinken wir auch natürlich, damit man das direkt bestellen kann. ja, bitte, weil ich habe jetzt mit diesem Buch Folgendes gemacht, weil es in einem Verlag erschienen ist, der damals sich bei mir gemeldet hatte, als der Piper Verlag den dritten Band der Maeva-Trilogie abgelehnt hatte, weil ich dort den Untergang der Demokratie und der Zivilisation beschreibe, obwohl sie die beiden Vorgängerromane veröffentlicht hatten. Habe ich das bekannt gemacht im Internet und da meldete sich dieser Verleger und sagte, ich nehme Ihr Buch sofort und ohne Scheiß. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Ich kann mit allem zu ihm kommen. Und mit allem geht es ohne Kontrolle durch. Und das ist ein, wenn du dir die heute Verlagslandschaft anguckst, war es ja ein Riesengeschenk. Ich würde Und sogar deshalb. sagen, ich entschuldige, ich würde sogar sagen, in Zeiten wie diesen ist dieser Verlag sozusagen noch ein Held, der obendrauf kommt. Du hast absolut recht, Ne? danke, danke. Das werde ich ihm sagen, das hört er sicher gerne. Ja. Weil deshalb habe ich beschlossen, dieses Buch ihm zu schenken. Ich nehme kein Honorar dafür, keine Gewinnbeteiligung, nichts. Ja, und so bleibt man eben in guter Verbindung. Er macht seinen Job hervorragend und ich hoffe, macht meinen Job gut. Und wir beide stemmen eine ganze Menge Projekte auch in Zukunft. Ich bin gerade dabei, ein Manuskript bei ihm abzuliefern, das im Mai erscheinen soll. Das heißt, gefleckte Diamanten. Okay. Die besten Texte aus den letzten 50 Jahren.
Dass wir heute gerade beendet haben mit meiner Freundin Marina, die als Herausgeberin funktioniert. Nein, bleiben wir bei den Heroes. Mich selbst haben ja diese Lebensläufe und diese Biografien überrascht über alle Maßen, weil mir waren die Leute ja auch nicht unbedingt vertraut. Magst du vielleicht, ganz kurz, magst du vielleicht einfach mal so ein paar Namen nennen, gerne von Verstorbenen, aber auch von noch Lebenden, ohne jetzt über einzelne Menschen sprechen zu wollen, weil jeder hat natürlich seine eigene Heldengeschichte, aber damit die Zuschauer sich mal eine Vorstellung machen können, okay, über welche Menschen reden wir hier eigentlich? Dazu muss ich sagen, dass fast alle, auch meine Freunde, zugeben, dass sie von den 50 Leuten maximal 10 kennen. Okay. Das ist Absicht, weil ich wollte nicht in das oberste Regal greifen, wo die Namen derer liegen, die man ohnehin kennt, wie Anne Frank und was weiß ich. Ja, ja. Ja. Also, hier sind Michael und Celia Köldorfer genannt. Das ist ein deutsches Ehepaar, das 2 Wochen vor Ende des Krieges zwei Juden gerettet hat, die sich bei ihnen im Heuschober versteckt hatten und die dem Todesmarsch von KZ zu KZ entronnen waren. Dann gibt es Michael Untergruckenberger, der hat das Geldsystem während der Weltwirtschaftskrise im österreichischen Wörgl, das ist eine ganz kleine Gemeinde, umgestellt auf Schwundgeld. Und damit hat er als einzige Region Europas in der Weltwirtschaftskrise ein Riesenwachstum hergestellt, ein Wirtschaftswachstum. Und als das die Zentralbank in Wien erfuhr, haben sie es kurz verboten. Also der Schwundgeld. Julia Butterfly ist eine von meinen Helden. Die hat 2,5 Jahre in 150 Meter Höhe in einem Redwood-Baum kampiert, um ihn vor der Abholzung zu. Wow. Wahnsinnig. Dann natürlich Emily Warren Röbling, das ist die Frau, die die Brooklyn Bridge gebaut hat. Als ihr Mann starb, hat sie das unternommen. Dann hier unsere wunderbare Freundin Joan Seberg außer Atem, die Schauspielerin, die vom FBI vernichtet wurde, weil sie jahrelang bespitzelt wurde und dann hat man ihr unterstellt, ein Kind zu bekommen von einem schwarzen Bürgerrechtler, was ich auch als Lüge raus und so weiter und so fort. Du weißt ja, wie Menschen vernichtet werden. Hm. Nena ist dabei. Sehr schön, das freut mich sehr, ja. Ja, weil sie, ne, ich mache den Scheiß nicht mehr mit auf der Bühne und die Leute auch wieder zu kommen, keine Masken zu tragen und so weiter. Dann natürlich, das sind so viele, da sind auch witzige Leute dabei, wie Annie Londonderry. Das ist eine Frau um 1870, die hat von einer Wette gehört, die 2 Bostoner Geschäftsleute abgeschlossen haben, indem der eine sagt, ich setze $10,000, das war damals ein Vermögen, auf die Frau, die es schafft, innerhalb von 4 Monaten einmal um die Erde zu radeln. Das war total aberwitzig, weil Frauen fuhren damals kein Fahrrad. Davon hatte sie aber gehört, Bicycle-Firma als Sponsor zusammengetan und ist losgeradelt. Und in der Wette war nicht die Rede davon, wie viel der Strecke sie auf dem Rad zurücklegen musste. Sie ist also viel mit der Bahn und mit dem Schiff gefahren, kam aber pünktlich wieder in Boston an und hat die 10.000 kassiert und war da. Ein Vorreiter der feministischen Bewegung. Ja. Die Bedeutung hat sie dadurch erlangt. Dann natürlich Marcus C. Ruppert, den ehemaligen Drogenpolizisten aus Los Angeles, der bekannt wurde, als er den Kokain-Deal der CIA mit der Mafia aufgedeckt hatte und der dann später im Umweltschutz tätig war. Und der ist im Büro, man zertrümmert hat, die Computer zertrümmert, geklaut, ihn malträtiert über Jahre hinweg, der dann in die Wüste geflohen ist mit seinem Hund,
wo er sich dann dem Tod übergeben hat und so weiter und so fort. Ich könnte hier, wie gesagt, ach, Nick Hanauer noch. Nick Hanauer ist ein, wie nennt man die Leute, die nicht nur Milliarden haben, sondern Billiarden, ja? Also der war Milliardär, ich weiß gar nicht, was nach dem Milliardär kommt. Ja, ich weiß gar nicht. Also einer, der 1% zu berechnen. Billionär steht. Wahrscheinlich dann, ja, tatsächlich. Ja. Ja, Billionär, genau. Der hat irgendwann gemerkt, was er da tut, weil er konnte eigentlich gar nichts. Er hat nur spekuliert, ja. Und dann hat er einen offenen Brief an seine reichen Freunde geschrieben und ihnen erklärt, was sie da tun. Und diesen Brief habe ich abgedruckt, gigantisch, ja. Naja, eine Frage, Dirk. Wir hatten in einem Gespräch, bevor du dieses Buch geschrieben hast, über noch einen weiteren Namen gesprochen, den ich habe dich fast angefleht, den vielleicht noch mit aufzunehmen. Mich würde interessieren, ob ich Glück hatte mit meinem Appell. Der Name lautet Gunnar Kaiser. Natürlich hätte Gunnar dort normalerweise seinen Platz gehabt, aber ich habe an die ganzen Eifersüchteleien in der alternativen Szene gedacht, an Ganser, an Jepsen, an all die anderen Leute. Und ich wollte nicht, dass der eine denkt, ich habe ihn weniger lieb als den anderen. Also habe ich grundsätzlich auf alternative oder in den alternativen Medien tätige Menschen verzichtet. Okay, dann seid ihr auch verziehen, dass du mich nicht mit aufgenommen hast. Da geht's schon los mit den Eifersüchteleien. Ne? Nein, ja, kann ja, ich sehr genau. Gut verstehen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass neben vielen anderen Leuten in den sozialen Netz beziehungsweise in den alternativen Medien, dass Gunnar Kaiser selbstverständlich zu einem für mein Empfinden ganz Großen gehört. Und ich glaube, du hast ihn auch kurz vor seinem Tod kennengelernt, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, ich war zweimal mit ihm zusammen. Einmal in einer Fairtalk-Sendung mit Ken Jebsen zusammen und dann in Altona, als ich Zuschauer bei einer Fairtalk-Sendung war, da stand er neben mir und das war kurz vor seinem Tod. Und wir haben uns längere Zeit unterhalten und auch den Tod nicht ausgespart in dieser Unterhaltung. Das war sehr berührend. Ja, ja, ich durfte ihn zweimal interviewen, lange, lange vor dieser Zeit. Und in beiden Interviews hat es natürlich auch Vor- und Nachgespräche gegeben, off the record, wie man dann so schön sagt. Und ich habe ihn tatsächlich als einen zutiefst aufrichtigen, zutiefst wirklich authentisch, freundlichen, sympathischen, unglaublich ehrlichen Menschen kennengelernt. Also dieser Mensch, ja, er fehlt. Aber genug jetzt über Gunnar Kaiser für den Moment. Und ich glaube, die Leute können sich jetzt auch ein Bild darüber machen, was sie erwartet, wenn sie dein Buch kaufen. Das sind ja wirklich sehr spannende Persönlichkeiten und Geschichten. Und du hast ja noch längst nicht alle benannt. Also von daher, Leute, der Befehl wird hier an dieser Stelle wiederholt. Kauft dieses Buch. Wir wollen jetzt zu... Ja? Eine Zwischenbemerkung. Ich habe gerade einen zweiten Ordner geöffnet, wo schon wieder 10 Heroes drinstecken. Und wenn ich 50 wieder voll habe, schreibe Heroes 2. Sehr gut, wunderbar. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, das war gewissermaßen, ich habe ja zu Anfang gesagt, wir haben einen erfreulichen, einen weniger erfreulichen Anteil. Das war der erfreuliche Anteil, nämlich, dass du dieses Buch geschrieben hast und dementsprechend den Leuten die Beachtung geschenkt hast, die sie verdienen, auch längst nach ihrem Tod. Wir wollen jetzt darüber hinaus aber über den, ich will es mal sagen, aktuellen Wahnsinn sprechen. Ich selbst bin ja, das vielleicht einfach zum Hintergrund für die Zuschauer, damit sie das wissen, ich habe Deutschland verlassen. Ich bin mit meiner Frau im Winter letzten Jahres nach Ungarn, Budapest gegangen, also ausgerechnet nach Ungarn zum nach Putin wohl schlimmsten Präsidenten, den man sich nur vorstellen kann, zumindest wenn man den deutschen Medien und sozialen Medien glaubt. Tatsächlich ist das Leben hier seitdem für uns schöner, besser, wir schlafen besser, es ist freier. Das aber nur vorausgeschickt, es geht ja hier nicht um mich, jedenfalls ich spreche aus Budapest mit dir. Und
ja, mich interessiert natürlich im Augenblick, du bist ja in Deutschland, jetzt glaube ich gerade in Ostfriesland. Dementsprechend ist die Verbindung auch nicht ganz so gut. Nichts gegen Ostfriesland, aber es ist ja offensichtlich nun mal so. Wie schätzt du die Lage in Deutschland ein? Beziehungsweise, wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du mir jetzt unbedingt und sofort erzählen wollen? Was wäre das? Also eigentlich möchte ich dir gar nichts erzählen, weil ich bei jedem Gedanken... Okay, dann machen wir Schluss. Es war schön mit dir auf Wiedersehen. Gedanken, die augenblicklichen Zustände des Kotzen kriege, um ganz ehrlich zu sein. Hier herrscht eine Atmosphäre, wie ich sie mir vor ein paar Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können. Und die zieht wie ein Unwetter über das Land und wird getragen und geprägt von den Gutmenschen, die zu Millionen alles ausgrenzen, was sich kritisch mit den Verhältnissen in diesem Land beschäftigt. Und dabei musst du das so vorstellen. Die Gutmenschen, die Millionen, stehen alle zusammen. Und zwar alle hinter dieser Schweineregierung, die nichts kann, wie wir alle wissen. Trotzdem, es funktioniert. Es finden jedes Wochenende Demonstrationen zu Hunderttausenden statt gegen rechts. Es wird also alles, was nicht in ihren Plan passt, sondern ihre Engstirnigkeit als rechts bezeichnet. Also es ist so, dass diese Gutmenschen in der Summe so schwer wiegen in der Gesellschaft, also rein anteilsmäßig, dass wenn wir uns die Erde als Scheibe vorstellen würden, der müsste sie kippen, weil es völlig aus dem die Gesellschaft völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Und das ist deshalb gefährlich, weil sie aggressiver werden. Ich habe jetzt heute gelesen, dass du in einem Laden keinen Kaffee mehr trinken kannst, wenn du nicht vorher unterschreibst, dass du gegen Antisemitismus und Rechtsradikale bist. Das musst du auf dem Kassenzettel unterschreiben. Das stell dir mal vor. War das nicht dann sogar speziell gegen die AfD? Gedankengut der AfD, ja, oder so? Genau, das stand ja übrigens auch noch drauf mit der AfD. Und dann habe ich ein Video gesehen heute Morgen von einem Zollbeamten, der einen Laptop konfiziert hat, auf dem ein Free Palestine-Schild stand. Ja? Nina Malaika, die du ja gut kennst, was ja auch bei dir in der Sendung war und die mir auch sehr wohlgesonnen ist, wir mögen uns, die ist ja nun ständig unterwegs in Sachen Palästina und die Schwierigkeiten, die sie inzwischen bekommt bei ihrem Arrangement, das sind Hürden, die türmen sich immer höher. Das heißt, wenn du das freie Wort präferierst in dieser Gesellschaft, dann lebst du inzwischen gefährlich. Das Paradebeispiel ist... Ich muss ganz kurz dazwischen gehen. Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Tatsächlich hatte ich Nina Malaika noch nicht in meiner Sendung. Sollte sie das hören und sehen, ich möchte sie herzlich einladen, vielleicht mal ein Gespräch mit mir zu führen. Denn was sie macht, finde ich wirklich absolut großartig. Und ich weiß gar nicht, wie ein Mensch allein so umtriebig sein kann und an so vielen Ecken und Enden nicht nur gedanklich, sondern auch physisch der Welt fast gleichzeitig sein kann. Manchmal frage ich mich irgendwie, Gott, wie macht sie das überhaupt? Also, liebe Nina, solltest du das hören und solltest du Lust haben, bitte, bitte, bitte mach ein Interview mit mir. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Bisher war es mir tatsächlich noch nicht vergönnt, aber ich schätze ihre Arbeit wirklich sehr und insbesondere auch ihre großartige Haltung, ihre Überzeugung und ihren Mut, den es im Moment ja ganz besonders braucht. Und damit zurück zu deiner Erzählung. Ich wollte es nur kurz korrigieren. Ja. Dass sie noch also ein weiteres Beispiel, Roger Waters ist sehr im Begriff. Natürlich. Ja. Ja. Er ist heute von seiner Plattenfirma gefeuert worden, weil er sich für Palästina einsetzt. Das heißt, dieser Wahnsinn greift international inzwischen. BMG ja, ist das. Du kannst, BMG war die Firma, glaube ich, und die gehört Bertelsmann, wenn ich richtig informiert bin. Nur als Randnotiz. Ja. Und ich meine, dass die Front schließt sich und das so schnell, wie man es sich nie hätte erträumen lassen. Und inzwischen ist es ja wirklich so,
dass selbst Leute, die ich sehr achte, wohl ganz genau darauf achten, was sie öffentlich preisgeben und was nicht. Rüdiger Lenz zum Beispiel, mit dem ich ein Interview über die Heroes hatte, der hat gesagt, dass er gar nichts mehr von sich gibt, was irgendwie fehlinterpretiert werden könnte. Das ist ja noch milder ausgedrückt, weil die Absicht, alles fehl zu interpretieren, ist inzwischen implantiert in dieser Bagage. Und das Deutlichste, und damit will ich abschließen, weil du mich nach den Zuständen in diesem Land gefragt hast, du kennst vielleicht die Fernsehmoderatorin Dunja Halali. Oh ja. Vom ZDF. Die hat gesagt, natürlich gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit. Aber man muss auch mit den Konsequenzen rechnen. Und ja, genau das, Tom, ist es. Deshalb kann ich dich so gut verstehen, dass du die spitze Hacke gemacht hast und hier abgehauen bist. Wirklich. Kompliment. Ja, das vielen Dank. Das nehme ich natürlich sehr gerne an und höre es auch gerne. Ich höre durchaus aber auch Gegenteiliges. Ich sei feige und ich würde mich vom Acker machen. Ich möchte das jetzt gar nicht großartig thematisieren, nur ganz kurz anmerken, dass es in meiner Situation so gewesen ist, dass ich 2023 erstmalig keinen Presseausweis mehr bekommen habe, weil ich für das falsche Medium schreibe. Das wurde mir auch explizit so mitgeteilt. Ja, siehst du. Ja, ja. Ich darüber hinaus ist es so gewesen, ich war ja auch lange als Werbetexter, Webseitentexter etc. unterwegs und habe ja als Sprecher auch Erklärfilme gemacht, Tutorials und solche Geschichten. In diesen Bereichen sind mir Aufträge nach und nach immer mehr weggebrochen und es gab auch Aufträge bzw. potenzielle Auftraggeber, die mir gesagt haben, dass sie mit mir nicht zusammenarbeiten wollen aufgrund meiner politischen Auffassungen. Und da ich weiß, dass es anderen viel schlechter ging und geht, könnte man jetzt sagen, das ist nicht schön, aber es ist noch lange kein Grund, das Land zu verlassen. Ich habe aber dann letztlich mit meiner Frau intensiv und über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren über diese ganze Problematik gesprochen. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass wir eben nicht warten wollen, bis uns Konten gesperrt werden oder unsere Privatadresse mitgeteilt wird. Zumindest unser Haus wurde auch schon, in dem wir damals gelebt haben, wurde auch schon mit Eiern beworfen. Das kann natürlich ein Kinderstreich gewesen sein, man weiß es nicht, aber letztlich war für uns dann der Punkt erreicht, an dem wir gesagt haben, es wird uns hier zu heiß und bevor es so heiß wird, dass wir gar nicht mehr gehen können, weil es uns womöglich, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht mehr möglich ist, suchen wir lieber das Weite. Das nur zu meinem Hintergrund. Aber es soll hier nicht um mich gehen, sondern es soll um dich gehen, es soll um die Zustände in Deutschland gehen. Und natürlich nehme ich das hier aus Ungarn, Budapest wahr und bin ähnlich erschreckt wie du. Und frage mich in der Tat, vielleicht kannst du das beantworten oder mir eine Einschätzung dazu geben, wie es möglich ist, also Hintergrund sind diese ganzen Korrektiv-Geheimplan-Aufdeckungen, die sich ja bei näherer Betrachtung als an langer Hand vorbereitet, mit dem Verfassungsschutz abgesprochen, erwiesen haben. Es ist ein Theaterstück aufgeführt worden, das innerhalb einer Woche, vermeintlich einer Woche, aus dem Boden gestampft wurde, was, ich bin jetzt kein Schauspieler, aber was meiner Meinung nach komplett unmöglich ist. Man muss das Ensemble zusammenkriegen, es darf keiner krank sein, es darf keiner andere Aufträge gerade haben, in Urlaub sein oder was auch immer, nicht können. Alle konnten, alle haben innerhalb einer Woche ein vermeintliches Theaterstück auf die Beine gestellt mit dem Hintergrund dieses Potsdamer Treffens. Und was mich tatsächlich unglaublich erschreckt, und dazu wüsste ich gerne deine Meinung, ist die Tatsache, dass weltweit die Erde brennt. Es werden Kriege geführt, noch und nöcher. Die USA sind gerade wieder mittendrin, unterstützen Israel bei, das ist meine Einschätzung, bei einem Völkermord, wie ihn die Menschheit nur selten zuvor gesehen hat. Ich will nicht sagen, dass er einmalig ist, um Gottes Willen. Es hat viele, viele schreckliche Völkermorde gegeben im Laufe der Geschichte. Aber der jetzt an den Palästinensern ausgeübt wird, zum Zeitpunkt, da wir aufzeichnen, heute ist der 4. Februar 2024, sind es, glaube ich, schon über 30.000 tote Zivilisten in Palästina, ein Großteil davon Frauen und Kinder. Wie unter diesen Vorzeichen der Aufruf,
gegen rechts nach einem Treffen von 20, 25 Leuten, von denen auch nur zwei oder drei überhaupt AfDler waren, da waren ja auch CDUler, Unternehmer und ein Buchautor dabei. Wie es möglich ist, dass unter diesen Vorzeichen einer im Prinzip durchaus im Raum stehenden Gefahr eines dritten Weltkrieges, wie unter diesen Vorzeichen die Menschen auf die Straße gelockt werden können, um gegen rechts zu demonstrieren, während wir gleichzeitig im Land, in Deutschland, mit Rentenarmut, mit Kinderarmut, mit Armut allgemein, mit Obdachlosigkeit, mit einem kaputten Gesundheitssystem, mit einem Bildungssystem, das im Grunde genommen seinesgleichen sucht und wir es also mit unglaublich Problemen zu tun haben, für die verantwortlich sind, Energiepreise habe ich noch gar nicht genannt, Preise im Allgemeinen, für die maßgeblich die verantwortlich sind, nicht maßgeblich, sondern definitiv die verantwortlich sind, mit denen jetzt die Menschen auf die Straße gehen, mit einem Kriegstreiber wie Boris Pistorius auf die Straße zu gehen oder Annalena Baerbock oder Olaf Scholz und wie sie alle heißen, das erschließt sich mir nicht. Was passiert da in diesem Kollektiv derer, die da mitgehen? Wie erklärst du dir das? Das war jetzt eine sehr lange Frage, zugegebenermaßen, aber ich musste vieles unterbringen. Jetzt bist du wieder dran. Naja, das, was du eben gesagt hast, das ist natürlich das, was ich genauso sehe. Und du kannst ja angesichts der Tatsache, wenn du heutzutage ein Genozid benennst, auch nur benennst als solchen, und dann als Volksverhetzer diffamiert und gejagt wirst, dann weißt du ungefähr, wo wir gelandet sind. Ich will gar nicht mehr so sehr in die Analyse gehen, weil mit der Analyse hängst du immer hinterher. Die Lawine rollt und sie hinterher zu analysieren macht überhaupt keinen Sinn. Ich sehe sie eher auf uns zukommen in ihrer verheerenden Wirkung und begreife ihren Charakter. Hier ist eine Kraft, eine satanische Kraft am Wirken, die du mit keiner Vernunft mehr erklären kannst. Da passt der eins zum anderen nicht. Und trotzdem wirkt sie im Zusammenhang und überrollt irgendetwas, was ich mir nicht mehr anders erklären kann, als ein... Ich weiß nicht, in welchem Auftrag das geschieht, aber man hat doch wirklich fast den Eindruck, dass wenn etwas wieder alle Vernunft sich potenziert und immer weitergeht, dass dahinter eine größere Absicht stehen muss. Ja, und du hast es erwähnt, das ist nicht auf Deutschland beschränkt. Das ist das Erschreckende. Die sichern sich ja überall ab, wenn ich sage, ein satanisches System, dann meine ich das so. Sie sichern sich überall ab. Du weißt, dass jetzt Überlegungen angestellt werden, eine Internetpolizei zu installieren, die digital überwacht, was im Netz an Hetze und Fake News verbreitet wird. Und so wie die Hetze und Fake News interpretieren, fällt alles, was du und ich dort sagen, unter die Zensur. Und da stehen wir kurz davor. Ja, und deshalb ist das Quatsch, wenn man dir vorwirft, dass du das Land verlassen hast, weil es ist im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, um nicht Schaden zu nehmen, auch an seiner Seele, denn darum die geht es letzten Endes. Und ich bin zu alt, also mit 81 kann ich das in Ruhe abwarten, den Knall. Das ist, im Moment ist der Frieden für uns ja nichts anderes als ein großes Zittern vor dem großen Knall. Das hat ja mit der Uridee vom Frieden nichts mehr zu tun. Ja, wir befinden oder sind in eine Abhängigkeit von Furcht und Angst gebracht worden. Und das funktioniert. Und Corona war meiner Ansicht nach der Feldversuch, der ihm bewiesen hat, dass sie machen können, was sie wollen. Puh. Okay. Ich weiß nicht, ob dieses Video durchgeht. Ja, man wird es sehen. Also ich werde es natürlich auf YouTube versuchen. Und wenn es auf YouTube nicht durchgeht, dann gibt es ja immer noch Rumble beziehungsweise andere Plattformen. Also,
Ja, natürlich. Also ich kann das, ich habe schon Möglichkeiten, das hochzuladen, aber faktisch ist es natürlich leider, muss man sagen, so, das geht dann auch nochmal an die Kritiker, die sagen, ach, benutzt doch nicht wie YouTube. Faktisch ist es nun mal so, dass man mit YouTube am ehesten Reichweiten erreichen kann. Das ist systemisch bedingt und dementsprechend werde ich es auf jeden Fall versuchen. Stimmt mich nochmal natürlich zusätzlich nachdenklich, was du sagst. Trotzdem ein bisschen Analyse würde ich gern noch aus dir rauskitzeln wollen, denn ich glaube auch, dass natürlich, man sieht das ja auch an dieser ganzen Geschichte mit dem Geheimtreffen, dem angeblichen Geheimtreffen. Ich meine, es war ein privates Treffen. Also so gesehen ist unser Treffen jetzt auch ein Geheimtreffen. Wir treffen uns hier privat und publizieren es dann später. Weiß gar nicht, hätte gar nicht gedacht, dass ein Gespräch mit dir für womöglich mal als Geheimtreffen interpretiert werden könnte. Aber meine ich, ja. Also tatsächlich ist es ja so, dass es natürlich konzertiert wirklich dann eben auch aufgebauscht wurde und die Rolle der Medien ist ja sowieso, also es sind ja Mittäter, Mitläufer und auch Profiteure dieser für mein Empfinden faschistoiden Politik, mit der wir es mittlerweile zu tun haben. Und übrigens, das nur am Rande also von wegen Parallelen. Also ich meine, der Grund ist ja letztlich gewesen, dass die AfD in Umfragen an Zustimmungswerten hinzugewonnen hat, die halt den Mächtigen kalte Füße bereitet haben. Geh ruhig dazwischen. Ja, ich will nochmal darauf zu sprechen kommen, wie unnütz Analysen sind, wenn man eigentlich weiß, wie der Hase läuft, weil du gerade die AfD und ihren enormen Zugewinn erwähnst. Das wird der Grund sein, und denk an meine Worte nach der nächsten Wahl, dass man die Partei unter irgendeinem Vorwand verbieten wird. Ja, man kann sie sich nicht leisten. Und das ist ja alles schon jetzt so klar, diese abgekarrte. Oder man macht eine gigantische Wahlfälschung, wie es ja auch in den USA ständig passiert, und hält sie unter 12%. Ja, das geht auch und sagt dann, ja, die Demonstrationen seien eben dafür verantwortlich, dass die Zustimmung für die Partei abgenommen hat. Also, das wird ja sogar schon gesagt. Ja. Ja. Glaub ja nicht, und ich bin eben der Meinung, dass genau umgekehrt ist, dass durch die ganz offensichtliche Manipulation und Diffamierung einer Partei, die als einzige im Bundestag Tacheles redet, mit ziemlich brillanten Rednern zum Teil, die Tatsachen benennt, die es zu ändern gilt, dass der Rachefeldzug an diesen Leuten, die den sogenannten Altparteien, die ja alle nur rumschwurbeln, CDU inklusive, dass die von denen nicht zugelassen werden können, ist aber völlig klar. Ja, und deshalb ist das Bundesverfassungsgericht jetzt dabei zu prüfen, wie man am schlauesten dieses Verbot durchbringt. Und sie werden schon irgendetwas finden. Das haben sie ja immer getan. Nur was ich befürchte, Tom, ist, dass die Anhängerschaft der empörten AfD-Wähler, das sind ja nicht wie am Anfang der Partei rechtsgesinnte Gefolgsgenossen, sondern es sind Menschen, die jetzt wirklich, denen die Hutschnur gerissen ist, denen es reicht. Und das waren früher Grüne Wähler, SPD-Wähler, CDU-Wähler. Es geht jetzt alles nach rechts zur AfD, weil es gibt keine andere Alternative. Und dadurch, dass sie jetzt diesen offensichtlichen demokratischen Missbrauch betreiben, wird es noch klarer für die meisten Menschen, was dort eigentlich bezweckt ist. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sie in Realita einen Zugewinn erreichen, der sich zwischen 25 und 30% bewegt. Schon allemal. Ja. Und das kann man nicht zulassen. Das kann dieses System nicht zulassen. Ja,
Also zunächst mal, was die AfD betrifft, sehe ich es grundsätzlich so wie du. Allerdings sehe ich diese Partei darüber hinaus als äußerst problematisch, insbesondere was soziale Fragen angeht. Denn im Bereich der im Bereich der sozialen Fragen ist für mein Empfinden die AfD hochgradig neoliberal und nicht weniger brutal aufgestellt wie andere Parteien auch. Nichtsdestotrotz hat sie während Corona die richtigen Fragen gestellt. Sie hat auch während Corona die richtige, für mein Empfinden, die richtige Haltung eingenommen, war im Prinzip die einzige Partei, die Partei Die Linke hast du damals ja auch schon in die Tonne treten können, die sich tatsächlich gegen diese Maßnahmen ausgesprochen hat, gegen die Impfpflicht ausgesprochen hat. Das war nur die AfD und das werde ich Ihnen immer hoch anrechnen, egal welche anderen Kritikpunkte es an dieser Partei gibt. Und die gibt es für mein Empfinden durchaus zuhauf. Aber sie hat darüber hinaus auch im Ukraine-Krieg eine Stellung bezogen, einen Versuch der Deeskalation unternommen, wie ihn sonst faktisch niemand unternommen hat, wenn man jetzt mal von Einzelpersonen wie Sarah Wagenknecht, Ali Schwarzer und durchaus auch noch anderen Persönlichkeiten absieht, die aber tatsächlich im Prinzip auf weiter Flur als Individuen in den Situationen aktiv waren. Als Partei hat sich tatsächlich nur die AfD für eine Deeskalation im Konflikt mit Russland eingesetzt. Und diese Dinge rechne ich ihr hoch an. Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass wir möglicherweise unterschiedliche Interpretationen des Begriffes Analyse haben. Denn für mein Empfinden ist in dem, was du sagst, eine ganze Menge Analyse drin. Auch wenn du immer wieder sagst, du willst gar nicht analysieren. So tust du es doch. Zumindest habe ich den Eindruck. Zur konzertierten Aktion vielleicht nochmal von wegen Geheimtreffen fällt mir tatsächlich das ein, weil du ja auch gesagt hast, es geht weit über Deutschland hinaus. Es hat ja diesen schrecklichen 7. Oktober gegeben, als die Hamas Israel angegriffen hat und die Zeit danach, die meiner Meinung nach potenziert um ich weiß nicht wie viel Punkte schrecklicher und höher ist. Wie gesagt, wir haben von über 30.000 toten Zivilisten auf palästinensischer Seite gesprochen und in dem Moment, vor dem Internationalen Gerichtshof die Klage von Südafrika, was ja glaube ich angenommen wurde, die dieses massenhafte Morden beenden soll. Surprise, surprise, hieß es plötzlich, dass das UNRWA, also das von der UN 1949, glaube ich, installierte Hilfswerk speziell für die Vertriebenen, schon damals ja vertriebenen Palästinenser, dass das angeblich mit der Hamas zusammenarbeiten soll. Sofort wurden die Gelder eingestellt, es wurden Mitarbeiter entlassen und dieses UNRWA, schreckliche Abkürzung, dieses UNRWA ist für die Hilfe der Palästinenser nicht nur in Gaza, sondern auch in den anderen Gebieten Westjordanland etc. Jordanien, so unglaublich wichtig, weil es über Jahrzehnte gewachsen ist und inzwischen auch fast ausnahmslos palästinensische Angestellte hat, dass eine Zerstörung dieses Werks, und das ist anders als eine Zerstörung der Hamas, die überhaupt faktisch gar nicht möglich ist. Die Hamas ist nicht zu zerstören, da lege ich mich fest. Das ist ein Irrglaube, das anzunehmen. Das können nur Kriegstreiber sagen, die keinerlei Respekt vor dem Leben haben. Aber die Zerstörung dieses Werks, die ist möglich. Und wenn das passiert, ist das unerträgliche Leid, mit dem wir es jetzt schon zu tun haben, auf eine weitere Stufe gesetzt, für die mir tatsächlich die Worte fehlen. Und das sind organisierte, konzertierte Aktionen. Die UNRWA hat direkt nach den Vorwürfen, ich glaube, 12 Mitarbeiter entlassen, hat sofort eine Untersuchung anberaumt, hat nicht mal abgewartet, was diese betroffenen Mitarbeiter zu den Vorwürfen sagen. Und zwar nicht, weil es nicht abwarten wollte, sondern weil es so sehr unter Druck stand, dass es gesagt hat, wir müssen die jetzt entlassen, damit wir überhaupt unsere Arbeit fortsetzen können. Das ist existenziell und essentiell. Und es läuft darauf hinaus, und ich glaube, beziehungsweise ich bin sicher, dass das Ziel ist, Netanyahu hat es auch so formuliert und auch Politiker in seinem Umfeld, dass das UNRWA zerstört werden soll. Und interessanterweise hat Karin Leukefeld, die eine absolute Kennerin des Nahen Ostens ist, kürzlich geschrieben, dass zum Beispiel und insbesondere die Hilfe des UNRWA im Bereich der Bildung der Palästinenser, den Israelis, einer der größten Dorn,
Plural Dorn, also ein großer Dorn im Auge ist, denn zu viel Bildung auf Seiten der Palästinenser würde bedeuten, im Falle einer theoretischen Zwei-Staaten-Lösung, dass sie tatsächlich alles können, Bildung, Wirtschaft etc. Die Israel will die Bildung in Palästina zerstören, will Palästina zerstören, will das UNRWA zerstören und ein Großteil der Welt sieht zu. Und wenn das nicht konzertiert ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich schon wieder einen Monolog gehalten. Es tut mir so leid, Dirk. Ich wollte wirklich mich zurückhalten und bitte entgegne irgendwas und mach bitte einen langen Redeblock und ich halte die Klappe, versprochen, wirklich. Es ist schrecklich. Ich freue mich ja darüber, wenn ich anders für mich ausspricht, was ich denke. Also das erleichtert die Arbeit enorm. Danke. Es ist wirklich so, und jetzt müssen wir mal auf unsere ganz persönliche Situation zu sprechen kommen. Was ist unser Leben? Unser Leben ist erstmal atmen. Wir atmen. Wir werden uns unserer Existenz bewusst. Dann sehen wir uns um mit dem, was uns zur Verfügung steht, nämlich mit den 5 oder 6 Sinnen, die wir haben. Und genießen das Wunder unserer Existenz und tragen diese Freude weiter an die Menschen, die wir lieben oder mögen oder neu kennen. Das ist das Zentrum, das in jedem oder das ist ja das Feld, das in Bewegung befindliche Empathiefeld, das in jedem von uns schlägt und das wir nie durch politische Ereignisse verschüttet gehen lassen dürfen. Ja, aber das, was draußen passiert, er ist so gewaltig, die Negativinformationen prassen mit solcher Wucht auf das Innere von uns allen, also auf das, was uns ausmacht, auf die Schönheit, die in uns steckt, dass von uns, wenn wir nicht Wege finden, dem zu entgehen. Das heißt, für mich habe ich beschlossen, Informationsstränge zu kappen, weil über diese Stränge kommt nur Gift, tödliches Gift. Und das verdirbt mir mein Leben. Das mögen viele Leute wieder als sehr egoistisch bezeichnen, aber das ist mir scheißegal. Ich habe jetzt ein Recht darauf, dem Tod in einem gesunden Zustand zu begegnen und nicht als angeschossener Soldat. Ja, das kann ich sagen, weil du, wie du weißt, ich 81 werde nächste Woche und einen anderen Blick entwickelt habe auf die Zustände. Ich bin doch ganz gut gefahren mit meinem Leben. Mir ist ja in Wirklichkeit nie etwas passiert, während die Erde brennt oder brannte. Bin ich unbehelligt durch dieses mit Telamin bestückte Leben gerauscht. Ja, ich bin geboren worden mit dem Ende der größten Katastrophe, die Europa je gesehen hat, der Nationalsozialismus. Und ich werde gehen vor der allergrößten Katastrophe, die die Welt je gesehen hat, dem Ökozid, dem Zusammenbruch aller Gesellschaftssysteme, dem absoluten Tod. Also, ich denke, ich habe mir das Recht erworben, viele Dinge zu ignorieren, die in vielen anderen Menschen noch einen unglaublichen Schmerz auslösen und ein gewaltiges Potenzial an Empörung hervorrufen. Das habe ich alles geleistet. Und jetzt ist mal genug. Jetzt achte ich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Und die Politformen, die man der globalen Zivilgesellschaft übergezogen hat und in der Milliarden von Menschen zu ersticken drohen, ja, das hatte mit Freiheit nichts mehr zu tun, die streife ich mir ab. Unter der kann man mich nicht kriegen. Und insofern habe ich zu einer Gelassenheit gefunden, die mich auch die
Ereignisse dort draußen, so weh sie tun und so sehr ich bereit bin, aber ich bin gleichzeitig gewarnt, zu tief einzusteigen in dieses Leid. Ich könnte es nicht nehmen, das kann niemand. Keiner sollte mir erzählen, dass er wüsste, wie sich, sagen wir mal, ein angeschossenes Kleinkind mit amputierten Beinen in einem zerschossenen Krankenhaus fühlt. Kann mir keiner erzählen, dass er darüber Bescheid weiß. Also hören wir doch auf, uns einzureden, dass wir Bescheid wüssten über das Leid der Welt. Das wissen wir nicht, nicht im Entferntesten. Und deshalb könnten wir, wenn ich jetzt gläubig wäre, sagen, könnten wir nur beten zum Heil der Menschen, zum Heil der Erde. Aber wie gesagt, das alles dokumentiert Hilflosigkeit, die ich einfach zu akzeptieren habe. Ja, und wo ich meinen eigenen Weg finden muss, bis in den Tod hinein. Entschuldige, dass ich das jetzt zum dritten Mal erwähne, aber das ist mir das Wichtigste. Selbstverständlich. Natürlich gibt es keinen Grund, sich zu entschuldigen, wenn man demnächst 81 wird. Und ich kann deine Perspektive so gut verstehen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen angefasst. Ich würde jetzt gerne mit dir in der Runde Fußball spielen. Ja. Ich hoffe, dass ich irgendwann dahin komme, wo du jetzt bist. Denn ich kann das nicht, noch nicht. Und ich glaube auch, dass das, es ist wirklich schwer, das gerade zu sagen, aber ich fühle einen inneren Zwang, einen inneren Druck, mich mit diesem Leid hier, beziehungsweise in Deutschland und auf der ganzen Welt auseinanderzusetzen, mich damit zu beschäftigen und den schon infantilen Versuch zu unternehmen, irgendetwas zum Besseren zu wenden. Und mir ist natürlich klar, dass mir das nicht gelingen kann, so wie es wahrscheinlich einer Nina Malaike auch klar ist oder vielleicht auch nicht und vielleicht hat sie auch schon mehr bewirkt in ihrem ja noch deutlich jüngeren Leben, als meins jetzt dauert, als ich in meinem ganzen Leben, das weiß ich nicht. Ich weiß aber... Ich darf dich nochmal unterbrechen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Es geht doch nur darum, zu den ganz ehrlichen Tränen zu finden in einem selbst. Mehr kann man nicht leisten. Das ist Empathie. Ja. Also mehr wenn ich das... dann ist es eben so. Ja, also was mich immer wieder motiviert, ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, und ich glaube tatsächlich, dass irgendwann auch dieser Punkt, den du jetzt erreicht hast und den du beschreibst, dass der ein ganz wichtiger Punkt ist. Und auch wenn er mit Egoismus gleichgesetzt wird, Egoismus ist ja auch dann auch immer negativ besetzt, was ja völlig absurd ist. Meiner Meinung nach ist es sogar ein äußerst gesunder Egoismus. Ich glaube, du hast so sinngemäß gesagt, dem Tod gesund statt verwundet entgegenzugehen, ja. So ungefähr. Das ist, ja, was soll man dazu sagen? Das ist natürlich absolut berechtigt. Was mich immer wieder antreibt, hat mal ein Filmemacher zu mir gesagt, der in der Ukraine zwei Dokumentationen gedreht hat, zwischen 2014 und 2016, glaube ich. Mit dem hatte ich gesprochen und mein Leid geklagt, denn wir alle haben bessere, wir haben weniger gute Tage oder eben auch schlechte Tage. Und es war ein schlechter Tag, den ich hatte, an dem ich dachte, was wir alle kennen, es bringt doch sowieso alles nichts und was mache ich hier überhaupt? Und der hat mich damals angerufen und hat gesagt, Tom, vergiss den Anspruch,
mit deinem Tun, mit deinem Schreiben, mit deinem Interviews, Podcasts, mit allem, was du machst, vergiss den Anspruch, damit jetzt etwas ändern zu wollen. Alles, was du tust, ist im Wesentlichen für die Geschichtsbücher bestimmt. Alles, was wir tun, hat er damals zu mir gesagt, ist die Dokumentation des Wahnsinns. Und nur wenn der Wahnsinn dokumentiert wird, besteht die Chance, nicht die Gewissheit, aber besteht die Chance, dass er irgendwann mal aufgedeckt wird, dass er eingeordnet wird und dass auch die Täter, denn auch um die geht's, zur Rechenschaft gezogen werden. Denn wir haben es natürlich mit vielen, vielen Tätern zu tun. Und bei jeder Tat, bei jeder Straftat, die vollzogen wird, gilt es in der Bestrafung immer, Belege und Beweise zu finden. Zumindest in einem funktionierenden Rechtssystem. Lass uns jetzt nicht über das deutsche Rechtssystem sprechen, aber normalerweise in der besten aller Welten wäre es halt so. Und dementsprechend ist das, was du machst, was ich mache und was jeder, der jetzt vielleicht zuschaut, macht, auch an schlechten Tagen, ist all das eine Dokumentation des Wahnsinns, der vielleicht im besten Fall irgendwann mal aufgearbeitet werden kann. Und wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können und du hast den mit deinen fast 81 Jahren ohnehin schon geleistet, dann sollten wir uns auch das Recht nehmen, uns so entspannt, wie es nur irgend geht, zurückzulehnen und zu sagen, ich habe meinen Teil geleistet. Und wenn nicht du, kann das von sich behaupten. Ja, ich meine, Fishing for Compliments ist nicht mein Ziel. Aber nein. Moment. Bevor du jetzt weiter fortfährst, das hat nichts mit Fishing for Compliments zu tun, sondern es geht um eine Lebensleistung. Und das würde ich auch in einem anderen 80-Jährigen, der zu ähnlichen Schlüssen kommt und hier mit mir sitzt, genau so sagen. Es geht nicht um dich persönlich. Es geht auch nicht um Fishing for Compliments, sondern es geht um einen gesunden Egoismus, der nach einem Jahre- und jahrzehntelangen Kampf schlicht und ergreifend gerechtfertigt und verdient worden ist. Das hat mit Fishing for Compliments überhaupt nichts zu tun. Das möchte ich unterstreichen an der Stelle. Aber sagen wir doch mal, ich gehe von meinem Leben aus. Das, was du da als Kampf bezeichnest, als harte Aufklärung, als immerwährendes Bemühen, das ist auf der einen Seite richtig gesehen. Auf der anderen Seite habe ich ja eine unglaublich privilegierte Position über Jahrzehnte aus Schwöldorf. Natürlich. Es hat ja Spaß gebracht, in dieser Branche tätig zu werden und Aufklärung zu leisten. Ja, aber entschuldige, trotzdem bist du zum Schluss gekommen, dass du jetzt an einem Punkt bist, an dem du bestimmte Dinge einfach nicht mehr an dich ranlassen möchtest. Das heißt, der Spaß hat da ein Loch und ich habe auch viel Spaß gehabt. Ich habe immer noch viel Spaß. Und trotzdem träume ich Dinge, die ich eigentlich nicht träumen dürfte in einer Welt, die besser wäre. Und natürlich kann man immer sagen, dass dein Leben oder mein Leben nicht im Ansatz zu vergleichen ist mit dem Leben eines kleinen Kindes im Gazastreifen oder im Jemen oder in wo auch immer. Das ist natürlich richtig. Es geht auch nicht darum, Leid gegeneinander aufzuwiegen oder miteinander zu vergleichen, zu relativieren oder ins Verhältnis zu setzen, sondern es geht darum, dass wir ein globales, grundsätzliches Problem haben und dass große Teile der globalen Politik nicht daran interessiert ist, dass es den Menschen im nächsten Jahr ein bisschen besser geht als in diesem und im übernächsten Jahr ein bisschen besser geht als im nächsten und so weiter und so fort, sondern dass das Prinzip darauf aufgebaut ist, dass es den Menschen auf unterschiedlichen Niveaus eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter geht. Das ist meine Analyse. Ja, das ist richtig. Ich habe aber inzwischen eine andere Sicht auf die Dinge. Ich glaube, dass wir ja uns auch vor dem Schüttelrost bewegen, alle 9 Millionen, die wir zurzeit sind. Milliarden. Und wo wir ausgesiebt werden. Entweder wir werden vom Rechen der Zeit an den Rand geschoben und sterben eines natürlichen Todes, was heute schon fast eine Gnade ist, oder wir werden vorher ausgesiebt durch Unfälle, durch Krankheiten, durch Kriege, Hungersnöte, Umweltkatastrophen und was da imponderabilien mehr sind. Das heißt, dieser Schüttelsieb ist ständig in Bewegung.
mit wechselnden Belegschaften. Du kannst gar keine statische Ordnung herstellen. Ja, das geht weder nach vorne noch nach hinten. Wir kommen von irgendwoher als Menschheit und gehen als solche auch irgendwo hin. Und den Zustand, den wir jetzt vorfinden, den wir Gegenwart nennen, da kann man sich noch so sehr dran versuchen, in ihm Struktur herzustellen, aber durch die Bewegung, die aus der Vergangenheit kommt und die eine schiebende Funktion hat, werden wir nie so viele Flöcke, auch moralisch einwandfreie Flöcke in die Gesellschaft schlagen können, wie es notwendig ist, um Stabilität herzustellen. Der nächste Krieg lauert immer um die Ecke. Der nächste Despot ist immer bereit, Massenmorde zu betreiben. Das heißt, wir haben überhaupt nichts unter Kontrolle. Alles, was wir miteinander leisten können, ist, wie wir beide jetzt, uns im gegenseitigen Verständnis ein schönes Gespräch zu gönnen. Das geht auch im größeren Kreis, wie ich jetzt bei der Lesetour gemerkt habe, wo du, was ich gar nicht mehr kannte, Tom, auf Menschen triffst, die ich unwahrscheinlich gerne sehe. Ich war ja schon menschenscheu geworden und stelle plötzlich fest auf dieser Tour, dass überall, wo ich hinkomme, erstaunlich aufgeweckte, empathische, freundliche, liebevolle Menschen zu finden sind. Das ist in diesem Irrsinn plötzlich eine Quelle der Kraft. Ich war noch nie so gesund in den letzten Jahren wie heute, wo draußen alles zugrunde geht. Das sind Widersprüche, die muss man auch erkennen und die muss man akzeptieren. Und ich bin froh darüber. Hm. Ja. Ja, vielleicht lassen wir es so stehen. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort. Und tatsächlich habe ich auch in den Krisen der letzten Jahre Menschen verloren oder weggehen sehen, die mir nahe waren. Ich habe aber auf der anderen Seite trotz oder wegen dieser Krisen unglaublich großartige, wertvolle, wichtige Menschen kennengelernt, die tatsächlich ja durchaus auch zu einer gewissen psychischen Gesundheit beigetragen haben, zu denen auch du gehörst und zu denen eben auch Gespräche wie das gehören, das wir jetzt gerade geführt haben. Tom, es hat mir sehr, sehr gefallen, dich wieder zu treffen und ich fand das, was wir uns zu erzählen hatten, nicht überraschend neu, aber manchmal sind Bestätigungen dessen, was in einem rumort, sehr heilsam und das hast du mir geliefert heute. Dito. Vielen Dank, Dirk C. Fleck. Bis zum nächsten Mal. Allerspätestens, wenn die Fortsetzung deines Heroes-Buches rausgekommen ist, aber gerne auch vorher. Danke. Tschüss, Tom. Tschüss, Dirk.